Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Mittwoch, den 18.03.2020. Und ich sag ganz schön viel M. Die letzten Tage fällt mir schon selber auf. Muss ich schneller erzählen? Muss ich mehr brabbeln? Dann klappt das auch, dann läuft das flüssig. Unser DAX braucht ein bisschen Starthilfe hier. Also, der ist nicht so richtig aus dem Popo gekommen. Zum Dienstag, Turnaround Tuesday. So mäßigermaßen. Also da, das braucht noch ein bisschen Hilfe, da muss noch mal einer anschieben. Sollte man vielleicht das gute Mädel da nicht alleine die Karre da aus dem Dreck ziehen lassen. Wenn wir mal so gucken, was haben wir gesehen? Das sind die Pfeile unverändert aus dem gestrigen Video. Ich denke, da kann man schon raus entnehmen, dass das heute ein kürzeres Video wird. Ich versuch's mal unter 8 Minuten heute. Die sind ja so lang gewesen, die letzten Videos. Sie werden es mir auch danken, wenn es mal wieder kürzer wird. Ich mache auch so drei Kreuze, wenn das hier ein Ende hat. Also, das ist momentan arbeitsbelastungsseitig auch nicht ohne. Also was da auch alles reinkommt auf, was weiß ich, WhatsApp-Kanälen, Mail und so weiter. Also habe ich noch nicht erlebt. Also wirklich Maximum Peak, seit wir das machen, seit Anfang 2017 ja. Zumindest kostenpflichtig. Vorher war es ja immer kostenlos gewesen. Für die wir kannten einfach. Und als es dann zu viel wurde, haben wir dann die Paywall dahinter gesetzt gehabt. Egal. Ja, wir haben zwischenzeitlich jetzt auch mal in der Ruhe hier unsere Website fertig bekommen. Mal schauen, das wird jetzt auch noch, da ist einiges noch nicht ganz so fertig, so wie wir das haben wollten. Das ist einfach Corona auch geschuldet gewesen, weil man zu den ganzen Sachen gar nicht gekommen ist, hier viel Zeit in den Videos und Analysen und den Gesprächen mit den Leuten verloren hat. Aber da bin ich sehr interessant, da werde ich dann, denke ich, auch die nächsten Tage mal immer ein paar Links fertig machen hier und das alles dann langsam mit einbinden. Auf jeden Fall ist jetzt erstmal fertig, das freut uns natürlich. Hat jetzt quasi .com hinten dran, was vorher DE war, und dann werden wir auch irgendwann die alte Webseite abschalten. Und ja, die neue hat halt einfach mehr Struktur. Ist ein bisschen schön, also für die, die drin sind und die Mitglied sein wollen, nicht für die, die plus ärgern, stänkern und gucken wollen, sondern für die, die kostenlos sich da registrieren wollen, denke ich, hat es auch mehr. Ja, mehr. Es ist schöner, auch mit dem Chat, mit dem man sich unterhalten kann und so weiter und fort. Aber wollte eigentlich noch gar keine Werbung machen. Wir starten nämlich jetzt auch erst mit den ganzen Leuten, die umgezogen sind, die jetzt noch im Dienst drin waren. Ja, also wenn Sie mal reingucken wollen, lassen Sie da noch eine Woche ins Land gehen und ersparen Sie mir die viele Arbeit. Gut, was wollte ich jetzt hier sagen? Im DAX, hier ist nicht viel passiert, da waren wir stehen geblieben, ne? Was für mich persönlich auffällig ist, ist, dass der ganze Tag eigentlich aus grünen Kerzen besteht, mit Ausnahme der 9-Uhr-Öffnung und mit Ausnahme des Schlusses. So, den Schluss würde ich ein bisschen relativieren, weil die Kerze zu klein ist, ne? Es ist für mich nicht viel aussagekräftig, aber es ist halt schon auffällig, dass wir echt nur auf der 9-Uhr-Kerze hier verkauft haben. Also ab 9 Uhr kam so viel Stress rein, der aber nicht weiter entfacht wurde. Also im Abwärtstrend ist es ja schon so, ne? Ganz ehrlich, nach so einer Bewegung, theoretisch hier unten Short rein, Stop-Loss drüber. So tradet man den Abwärtstrend, ne? Wenn dann wieder Dynamik reinkommt, unten Short rein, Stop-Loss drüber, und in der Regel stoppt er einen dann nicht aus und läuft weiter. Das sieht momentan noch nicht so richtig danach aus, wie als läuft er hier unten weiter. Von daher sieht es schon aus, wie als kriegen wir eine Unterbrechung im Abwärtstrend rein. Und das wird jetzt interessant. Weil dann hätten wir hier schon ein belastbares Tief stehen. Das haben wir Stand jetzt schon so, aber das ist noch recht wackelig, dadurch, dass wir auch sehr korrektiv ansteigen, ne? Man sieht hier ganz typische dreiwellige Aufwärtsbewegung. Na, jetzt zuckt er hier, sollte er jetzt nochmal hier runterkommen. Ist das noch nicht vom Tisch? Der ist also noch nicht über den Berg, und das ist noch, wir haben auch noch in dem Sinne jetzt kein bestätigtes Umkehrsignal. Das muss man ja auch so sagen. Es ist noch kein bestätigtes Umkehrsignal. Ich würde aber schon sagen, dass das jetzt nicht schlecht war. Auch wie er da auf diese 9-Uhr-Eröffnung reagiert hatte, auf diesen Abverkauf quasi. Es ist jetzt nicht schlecht, was er da gemacht hat, ne? Also da sollte man auch mal lobende Worte nehmen. Und deswegen würde ich jetzt einfach den Long Trigger nochmal mitnehmen und sagen, schafft's der DAX da drüber, geht's dann so in kleinen Scheiben eben weiter. Ich denke nicht, dass er jetzt total loseskaliert. Es sehen momentan so viele, sind sich ganz, ganz viele einig, dass es das jetzt erstmal war. Das ist für mich schon wieder so ein Warnsignal, wo ich sage, na, da kommt bestimmt noch was.
Nach unten auch, aber ich würde schon auch die Meinung vertreten, dass wir Mittwoch, Donnerstag schon uns noch stabil ein bisschen seitwärts aufwärts schieben können. Was dann über Freitag, Montag, Dienstag passiert, das steht schon wieder auf einem anderen Blatt, denn häufig ist es ja so, dass der Markt gerne, also gerade unser DAX gerne vom Dienstag bis in den Donnerstag reinsteigt und dann eben fällt bis in den Montag hinein. Und wenn er jetzt wieder anfängt zu fallen, auch wegen Wochenende und so weiter, also das könnte echt nochmal ungemütlich dann werden. Ich würde trotzdem, wir haben ja das von Anfang an gesagt, Rebound-Woche grundsätzlich möglich. Ich fand ihn sehr ruhig, ich fand ihn stabil, ich fand ihn kontrolliert. Ich fand, er war nicht dolle aus der Fassung zu bringen, ja, und hat eigentlich diesen Impuls, was es ja war, ne, dieses Zünden der neuen Abwärtsbewegung hat er gut weggefedert. Also von daher hat er mich eher jetzt positiv überrascht, der DAX, hat aber noch nichts geschafft, also noch kein Signal, ist noch kein Umkehrsignal fertig. Das heißt, ich bin natürlich auf der Unterseite, demzufolge jetzt hier noch, ja, ich will nicht sagen, wie soll man es formulieren? Ich bin noch offen für weitere Rücksetzer nach unten, dadurch, dass wir auch noch keine Umkehrsignale haben. Also ich würde hier noch nicht Haus und Hof verwetten, um jetzt hier in die Umkehr rein zu spekulieren. Dafür fehlt einfach noch ein bisschen, dafür fehlen einfach noch standhafte Signale auch. Ne? Was wir bisher gesehen haben, ist neues Hoch und Wegverkaufen, neues Hoch, Wegverkaufen, neues Hoch, Wegverkaufen. So, und dann wird es jetzt zum Mittwoch interessant, weil es hat er jetzt dreimal gemacht. Ich glaube, das nächste Hoch wird nochmal abverkauft, aber wenn das dann wieder nach oben dreht, also dann wird er sich langsam auch einschwingen und hier mal ein bisschen was laufen können. Und ich hätte jetzt die neuen 600, ich glaube, die ist für den Montag schon realistisch. Und die neuen 300 hier, das sind so meine zwei Punkte auf der Oberseite, vielleicht 9,55 bis 9,625. So in der Maximale sollte richtig gut drauf sein, durchaus auch die 10.000 hier drinnen, mehr dürfte zum Mittwoch gar nicht schaffen können. Das wäre zu viel, dann sind ja fast 1.200 Punkte. Also eher so, wie er jetzt sich hier bewegt hat, ruhig, entspannt, einfach zur Seite und ein Stückchen weiter hoch. Und ich weiß aus der Erfahrung, wie es immer bei mir war, irgendwann schiebt es sich halt auch einfach mal von so einem Tief weg. Und dann sitzt man da und denkt, na, da kommt noch was, da kommt noch was, da kommt noch ein Tief, na, da kommt noch ein Tief, na, ich warte mal noch, da kommt noch mal ein Tief. Und auf einmal steht der fast schon wieder oben am Hoch, bis man realisiert, dass er eigentlich schon wieder gerade am Steigen ist. Und versucht dann dort erst long einzusteigen. Ne? Also da, deswegen haben wir uns vorgestern oder gestern so extremst darauf vorbereitet. Ne? Schon am Sonntag haben wir das gemacht. Wie müssen wir umgehen, wenn der Markt anfängt zu steigen? Wo müssen wir drauf achten? Und so weiter und so fort. Dann haben wir jetzt den Trigger runtergezogen, nachdem hier nochmals Abwärtsgap kam. Den Trigger hat er noch nicht umgelegt, ist noch nicht drüber. Spielt jetzt hier erstmal mit dem Band. Theoretisch kann er auch nach dem Band, mittleren Bollinger-Bandkontakt jetzt nochmal das untere abholen und dann nochmal hoch. Aber. Puh, ja, es ist möglich. Na klar. Also wenn er schwach reinstartet, der braucht nicht viel. Der hat noch kein Umkehrsignal. Das heißt, theoretisch reichen sowas, wie ihr hier gemacht habt, das reicht theoretisch aus, um schon wieder richtig Stress reinzukriegen. Ne, also sollte zum Montag jetzt hier nochmal richtig Stress reinkriegen. Im Zweifel hier 8.100, 8.000 einplanen. Muss man noch. Sobald der aber sich über der 9.000 etabliert. Und die 9.000 ist damit für mich eigentlich die wichtigste Marke des Tages, auch wenn das wahrscheinlich mehr als alles andere eindeutig werden wird, die Aktion, denn der würde bestimmt ordentlich rumschubbern hier. Wäre oberhalb von 9.000 tatsächlich mit einer Fortsetzung der Erholung zu rechnen. Und die hat erstmal Ziele bis 9.3 und 9.625. Mehr müsste man dann schauen. Dafür müsste er dann sich hier erstmal gut schlagen. Das kann den ganzen Tag dauern. Ne, und dann wird es erst hier oben interessant. Dann wird die 10.000 interessant. Ne, über 10.000 macht er sich wieder ein neues Fenster frei. Und das geht dann auch gleich bis 11.500. Ne, aber bis dahin ist noch ein weiter Weg. Es wird vermutlich nicht ganz so einfach. Ne, das hat der Mittwoch, nee, das hat der Dienstag, denke ich mal, schon gezeigt. Ne, weil er kam hier richtig optimistisch rein mit einer schönen Aufwärtskerze, schönes Aufwärtsgap. Das haben sie ihm richtig um die Ohren gehauen, aber richtig. Ne, also ein Aufwärtsgap, was so brutal wegverkauft wird. Das ist schon nicht gesund, kann man jetzt sagen. Also es ist jetzt nicht unbedingt, es ist noch kein Bullenmarkt, was wir haben. Tut mir leid, das ist einfach noch ein Bärenmarkt. Ja, und deswegen, wir brauchen Signale nach oben, Umkehrsignale. Die können durchaus zum Mittwoch jetzt kommen. Dienstag hat das vorbereitet, hat zumindest auch keine weiteren neuen Tiefs gebracht. Ne? Wir sind unter den Montag nicht runtergegangen, keine weiteren Tiefs. Erstmal die Folge unterbrochen. Und jetzt müssen wir schauen. Ne? Entweder macht er jetzt das, was er die ganze Zeit immer gemacht hat, aus dem Seitwärts, neues Tief, Abwärtsgap und nächste Nummer. Oder fängt sich jetzt mal an, langsam zu fangen. Also, ich kann es mir weiterhin gut diese Woche sehr, sehr gut vorstellen. Das passt so zu allem, was wir an Zuschriften am Wochenende und auch gestern bekommen haben. Ich hatte es Ihnen ja immer wieder erzählt. Ne?
dass extremst viel Zuversicht auf der Short-Seite ist, extremst Sicherheit besteht, dass wir mindestens eine 8.000, 7.500, 5.000 sehen. Und dass die Angst und die Überzeugung halt so enorm ist, dass wir da noch weiter runtergehen, dass ich ja am Sonntag eben gesagt habe, ich gehe schon davon aus, dass wir jetzt eine Rebound-Woche kriegen. Na, gucken wir mal, was draus wird. Hellseher bin ich nicht, das kennen Sie, das wissen Sie. Deswegen, 9.000, Tag, Marke des Tages, alles unter 9.000, muss man schon sagen. Risiko unter 8.500 gibt es nochmal ein Short-Signal Richtung 8.100 und 8.000 hält die nicht, sogar 7.500 drin. Alles möglich zum Mittwoch. Okay, damit können wir das jetzt hier zumachen. Tagesschau brauchen wir nicht reingucken, da sieht man momentan eh nichts. Monatschart hat sich nicht verändert. Übrigens keine grüne Kerze geworden. Ja, aber zumindest immerhin erstmal, also die sieht schon nach einem Versuch der Stabilisierung aus. Ja, 9.600, vielleicht sogar 10.000 wäre hier im Sinne in der Seitwärtsrange sogar drin. Ja, das, was ich hier oben erwartet hatte, da hatten wir ja auch drüber gesprochen, ne, dass hier oben, das muss da nicht da oben kommen. Das kann auch durchaus eine Etage weiter tiefer kommen. Das könnte schon so in die Richtung gehen. Ne, dass wir sowas jetzt, das, was wir hier oben gezeichnet haben, vielleicht hier unten sehen. Können wir vielleicht auch sogar hier so mitnehmen. Das ist durchaus, halte ich durchaus für realistisch. Obwohl, also wenn dann vielleicht schon, nee, ach, wir lassen das mal hier oben stehen. Wir gucken da mal jetzt nicht drauf auf den Tagesschart. Nee, da kann ich mich nicht mit identifizieren. Nee, nicht in dem Ausmaß, also nicht so krass. So, hier vielleicht eine Woche und dann wird er sich einen Boden und einen Dings hier oben bilden und dann raus. Aber wir gucken jetzt mal, wie der Mittwoch kommt. Mal gucken. Wenn er über die 9.000 schafft, warum nicht? Wahrscheinlich nicht so viel, wie alle haben wollen. Bestimmt nur eine 9.3, 9.6, dann schon wieder krass runter. Aber ich könnte es mir vorstellen. Ne? Und ansonsten rote Kerzen, alles, was hier tiefer geht. Alles, was tiefer geht wie das, ist Risiko. Gut, von daher, ich mach zu. Ich wünsche Ihnen was, viel Erfolg. Ich muss dann jetzt hier noch die ganzen Verteiler umprogrammieren, dass das dann alles von der neuen Seite geht. Bin bestimmt auch noch ein paar Stunden beschäftigt. Und von daher, ja, ich wünsche Ihnen was. Bis morgen. Tschö.